Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Tactics Advance für den Game Boy Advance. Im letzten Part haben wir ein bisschen Missionen gemacht und die Story weitergeführt. Und genau da machen wir jetzt weiter, indem wir zum Jack Dorsa gehen. Aber bevor die Story startet, haben wir erst noch ein Gefecht hier. Na gut. Gegen den Hund-Clan. Na gut. Soll es so sein? Ach ja. Ich wollte gerade auf die Gesetze gucken, aber die sind hier ja egal. Gut. Dann wollen wir auch mal kurz schauen, was wir für Level haben. 11, okay. 10, ja, gut. Damit kann ich gut leben. Schön. Dann würde ich sagen, nehmen wir Mont Blanc mit. So. Dann nehmen wir Carlos mit. So. Lucia. Sutel. So, Fubar, meinetwegen. Und Ebor. So, das erscheint mir eine schöne Truppe. So. Na denn. Nö. Wollen wir doch mal schauen. So, erstmal habe ich natürlich mal wieder vergessen nachzuschauen, ob hier irgendwer was hat, was sich zu klauen lohnt. Okay, die Kolischmarde würde sich natürlich zu klauen lohnen. Aber können wir nicht. Ihr könnt gerne Waffen klauen, aktuell zumindest. Eine Brigandine, die nehme ich auch gerne mit. Okay, von ihm auf jeden Fall die Brigandine klauen. Und Velasquez hat eine Schutzweste. Ja, okay, die ist jetzt nicht so wichtig. Okay. Und dann würde ich sagen, bewegen wir uns hier ein Stück nach vorn. So. Und warten. Und bewegen uns ein Stück nach vorn. Und verbergen uns. So. Schwupps. Einmal versteckt. Okay. Hallo, Hundi. Na? Machen die hier noch irgendwas, hä? Irgendwas Sinnvolles? Gift und Froschgestalt. Würde mir jetzt nicht so gut gefallen. Dankeschön. Ich habe zwar einen Weißmagier dabei, aber der ist leider nicht imstande, Medica zu wirken. Deswegen wäre das ein wenig doof. Okay, natürlich. Böser Blick. Guckt mich ganz böse an. Greift die Verwirrung? Ich hoffe nicht. Sieht zumindest nicht so aus. Aber mit Sicherheit kann ich das auch gerade tatsächlich nicht sagen. Nee, nicht verwirrt. Okay. Nicht verwirrt ist sehr gut. Wirbelstumm ist jetzt nicht ganz so gut. Muss ich gestehen. Naja. Aber es geht daneben. Perfekt. So. Haben Sie irgendwas Interessantes? Nö. Dann einfach so draufhauen. Zack. Danke. Und weiter im Text. So. Dann gehen wir mal hier hin. Und hauen ein Feuerer dorthin. So. Schaden auf MP, auch ehrlich jetzt. Na gut. Na gut. Was? Verdammt.
bin jetzt endlich davon ausgegangen, dass ich durch das Verborgen Lucia nicht treffen könnte. Das ist kacke, dass ich sie doch getroffen habe. Das ist richtig kacke. MP absorbieren. Ja! Komm! Noch mehr MP wiederherstellen für euch, ja? Däh. Mann. Na, Velasquez. Velasquez. Gut. Hast du toll gemacht. Ganz klasse. So. Ich will einmal deine Brigandine haben. Gib her. So. Okay. Perfekt. Autsch. Es tut doch weh, Mann. Leute. Könnt ihr doch nicht bringen. Ach, Mann. So. Dann würde ich hier mal sagen. Wobei, ich weiß nicht, ob jetzt der gesamte Schaden von den MP abgezogen würde. Machen wir mal lieber einen Doppelschuss. Weil da weiß ich zumindest die. Zumindest beim zweiten Treffer. Sollte das entsprechend von den HP abgezogen werden. Und der Crit hat mir sehr gut gepasst. So. Linatos. Linatos. So. Okay. Sehr schön. Der Schaden, der über die MP hinausging, der wurde tatsächlich direkt von den HP abgezogen. So wie ich es gehofft habe. Aber man weiß es halt nie sicher. Schon wieder Giftfrosch. Ach komm schon. Nein. Ja, doof. Na gut, das Frosch hat nicht gewirkt, aber Gift hat gewirkt und das ist auch schon unschön. Das ist nicht gut. Gefällt mir gar nicht. Naja. Elementresistenz verschieben. Aha. What the fuck? Was soll das sein? Egal. Ich hinterfrag das einfach gar nicht. Ich glaube, das wird das Beste sein. Jo. Heiltrank, okay. Mensch. So. Und dann wollen wir hier. Moment. Wir wollen hier jetzt einen mit der Fernfaust zuhauen. Denn dadurch treffen wir beide. Also potenziell zumindest. Schauen wir doch mal. Fernfaust. Bam. Sehr schön. Ach, Mann. Den zweiten hätten wir jetzt ruhig auch noch treffen können, ne? Naja. So. Dann eben jetzt von hier aus. Eura. Oh, das MP absorbieren ist mir dann auch egal. An der Stelle. Weil damit kann sie nichts mehr anfangen. So. Okay, und das Viech ist auch fast tot. Läuft doch gerade. Es läuft doch. So. Nein. Hier. Den Schaden würden wir ihm machen. Nicht genug. Dann hauen wir gleich auf das Viech. Das ist dann weg. Und das passt mir sehr gut in den Kram. So, Dankeschön. Läuft. So. Kannst kontern, hä? Ist mir egal, Mann.
Dann konterst du halt. Hä? Was soll's? Stört mich nicht. Also nicht sehr. Okay, du haust wieder ab. Ja, warum nicht? Blenden und Schaden. Gut. Ist jetzt aber auch eher weniger problematisch, sage ich mal. Das Blenden. So. Du gehst doch mal bitte hier hin und haust mal volle Kanne auf den Typ drauf. Oh, es war doch nicht der komplette überzählige Schaden, der... Nee. Hier, der überzählige Schaden wird komplett ignoriert. Und dann hatte ich das falsch mitbekommen. Kann ja mal passieren, ne? So, dann machen wir einmal Beso Toxico. So. Falls wir zu wenig abziehen, tun wir nicht, okay. Aber für den Fall der Fälle. Man muss ja auf alle Eventualitäten achten, nicht wahr? Aua. Das hat ziemlich wehgetan. Du Arsch. Aber wir haben Level-Up bekommen. Das ist gut. Ja gut, die wird jetzt natürlich... Oh. Nicht auf Ever raufhauen. Okay. Gut. Bitte. Wahrscheinlich hat es Angst vor dem Konter. Wie dem auch sei. Es freut mich sehr, dass du da nicht raufhaust. Luftreißer. Dann war die hier erstmal weg. So, komm. Geh weg. Dankeschön. Uiuiuiui. So, gehen wir mal da hoch. So. Und hauen so ein bisschen auf den Typen ein. Zack. Gut, und... natürlich darf ich mich erst bewegen. Mann. So. Und einmal den Vitra-Zauber. Ja, 100% Trefferchance, dachte ich mir. Da es ein Spell ist und kein Nahkampfangriff. So, sehr schön. Okay. Ja. Aber wir stehen natürlich beide. Was ich nicht will. Okay. Dann machen wir stattdessen einmal Hast. Auf Fubar. So. Fubar, du darfst einmal ein bisschen rennen. Ich hoffe, das findest du schön. Wenn nicht, dann ist mir das auch egal. So. Geh mal dahin und hau mal darauf. So, finde ich eine gute Kombination. Und Velasquez hier unten ist immer noch so ein bisschen am Nerven, aber zum Glück nur ein bisschen. Feuerschuss! Okay, sollte ich überlegen. Ja. Und ja, natürlich überlege ich, dass der hätte neuen Schaden gemacht. Ja. Ne? So. Und ich würde sagen, hier nehmen wir mal Ziel. Oh. Oh, das kann gut hier gar nicht. Das hatte ich so gar nicht mehr im Kopf. Na gut, machen wir einen Doppelschuss, falls der erste daneben geht. Perfekt. Ah, schön. Mit Ansage. Mit Ansage. Das ist eigentlich immer noch mit das Beste. So, ja, ja. Ab Richtung Velasquez. Oder Velasquez.
Je nachdem, wie ausgesprochen werden möchte. So. 35% ist jetzt nicht allzu viel. Aber es hätte treffen können, theoretisch. Theoretisch, wie gesagt. So. Dann wollen wir noch mal einen Vitra in die Gruppe hauen. So, damit sie auch wirklich geheilt sind, alle. Er möchte ja kein Risiko eingehen, nicht wahr? Yay, Stufe aufgestiegen. Nice. So. Ja, und ich kann den Schild wieder nur so setzen, dass ich auch einen von mir mittreffen würde. Mann. Dann, hier, Carlos. Passte mal irgendwie nicht. Oh. Werd schneller. Der Fubars Tempo ist wieder normal, aber das ist auch egal. Denn wenn der jetzt hier einmal zuhaut, dann wächst er eh kaum noch Gras. Wow. Außer er haut volle Kanne daneben. So wie gerade eben. Damit kann man ja im Vorfeld jetzt auch nicht wirklich rechnen. Ne? Und Lucia trifft. Perfekt. Und vergiftet. Noch besser. Sehr schön. So gefällt mir das. Ja. ...19 Schaden. Mensch. Bloß nicht zu viel. Sonst könntest du mich ja theoretisch irgendwann noch umbringen. Aber jetzt auch nicht mehr. Tschüss. Boah, weggekrittet. Aua. Das tat so ein bisschen weh, glaube ich. Aber hey, kein Problem. Machen wir. Oh, Traumklauen. Okay. Und, oh, ausgesandte Einheit. Marisa ist zurück. Sehr schön. Hat ein paar weiße Fänge mitgebracht und Albtraum gemeistert. Sehr gut. Jo. Und eine neue Einheit möchte Mitglied werden. Animist? Nö. Und tschüss. So. Dann wollen wir doch mal schnell Marisa eine neue Waffe in die Hand drücken. Wenn sie das Kikuichi-Monji nicht mehr braucht. So. Sternsiegel haben wir schon. Gut, dann würde ich fast sagen, nehmen wir jetzt erstmal Afonia und danach den letzten Atem. So, Moment, welches, ja. Ist richtig ausgerüstet. Oh. Attacke auf Kehle, um Stille zu verursachen. Ah, sehr schön. Das finde ich gut. So. Mal schauen, wie sieht es bei Ever mit den Skills aus. Ah, Klauhelm ist jetzt gerade, hat jetzt gerade erst angefangen. Okay. Gut, 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 gut. Ja. Ansonsten sieht das doch gerade einfach mal so schlecht aus. Und ja. Jetzt möchte ich nochmal hier auftreten. So. Damit dieser Kampf direkt beginnt. Mission Jagd suche. Hey Junge, weißt du, was dieser Ort ist? Wenn du leben willst, dann kehr um und geh nach Hause. Nicht nach dem, was ihr meinem Freund angetan habt. Okay, das war ein kurzes Gespräch. Level 14, 13, 13, eieieiei. 12, okay, 12 ist gut. 12, ja, das ist okay. Hier nochmal 14, achso, nee, das ist Start. Okay. Wollte schon meinen, hä, warum kann ich mir hier die
die Gesetze ansehen, aber kann ich gar nicht. Gut, ich würde dann sagen, wir nehmen Mont Blanc mit. So, der sich um das Viech dort gleich mal kümmert. Dann nehmen wir mit Fubar. Green. Meinetwegen auch, der kann ganz nützliche Dinge tun. Reif könnte praktisch werden. Marsch ist sowieso dabei. Und dann, ich brauche irgendwas zum Heilen. Juri. So. Okay. Starten wir das Ganze schon mal. Jetzt verstehe ich, was man über die Jagd sagt. Dieser Ort jagt mich Schauer über den Rücken. Ui. Okay, wir müssen also alle Gegner besiegen, ja? Das sollten wir hinkriegen. Nebeln. Finde ich jetzt nicht so nett. Dankeschön. Aber natürlich erstmal schnelle Einheiten hier, ne? Assassine, Ninja. Wasserschaden und Stille. Okay. Ich glaube, Stille wäre mir sogar noch egal gewesen. Glaube ich, wie gesagt. Bin mir gerade nicht sicher. Aber kam hier nicht dazu. Von daher, egal. Überschall, Knall. Wow. Das war so minimal böse. Aber gut. Wenn du meinst, ne? So, wir ziehen ihr hier jetzt erstmal auf den Arm. Also Ninja kann böse Sachen machen und das will ich nicht. Das möchte ich bitte verhindern. So. Fubar. Du gehst mal hier ein Stück nach oben. Und ich glaube, mit Schrumpfen wirst du mehr Schaden machen, oder? 48 und 52, okay. Ich habe nichts gesagt. Ach, Mist. War irgendwo zu erwarten, aber ich habe dann doch gehofft, dass er vielleicht doch trifft. Naja. Naja. Man kann nicht alles haben. So. Dann holen wir hier mal einen Bio-Zauber mit drauf. Jo, und Vergiftung greift auch sofort. Nice. Ja, Mensch. Was habt ihr so zum Klauen? Hätte ich ja fast vergessen. Ja, klingt schon mal gut. Scheint eine Rüstung zu sein. Weil ich glaube nicht, dass die ohne Rüstung hier antreten würden. Dunkler Anzug und Genji-Armreife. Nehme ich beides gerne mit. So, was haben wir hier? Bioanzug und Diebesmut, ja. Ja. Und hier haben wir Glücksring und eine Trugweste. Das klingt alles sehr interessant. Okay. Marsch, du hast hier einiges zu tun. So, erstmal klaust du ihr bitte ihre Rüstung. Dankeschön. So. Und dann wartest du direkt hier. Hab grad nichts Besseres mit dir zu tun. Parade und Resistenzsteiger. Ja, gut. Mach halt. So, hey, Breen ist auch schon mal dran. Ist dann jetzt auch mal dran. So. Hätte ich ganz gerne mal einen Blindschuss auf den werten Ninja hier. Bin mir ziemlich sicher, dass das nicht wirken wird. Sag ich ja. Aber man kann es ja trotzdem mal versuchen. So.
Als letztes aus dieser Runde, also von meinen Einheiten, ist Mont Blanc dran. Machen wir jetzt auch noch. So. Ist die Folge mal wieder ein bisschen länger geworden, aber wollte hier zumindest mit jeder Einheit einmal einen Zug machen. So, dann kommen jetzt hier der Ameisenlöwe und das andere Viech einmal noch dran jeweils. Okay. Das gefällt mir nicht, aber na gut. Wenn du meinst, dass du das tun möchtest, dann möchtest du das scheinbar tun. Oh, Tina. Ja, stell dich mal dahin. Viel mehr kannst du eh nicht machen. Hey. Du versuchst es direkt mal. Aua. Ah, einer der Schläge trifft sogar. Autsch. Autsch. Nicht so toll für mich. Okay. Wir müssen Mont Blanc auf jeden Fall wiederbeleben, ansonsten sieht das böse aus. Aber als erstes möchte ich hier bitte auch einmal die Rüstung klauen. Und danach die Accessoires. Oder das Accessoire. Aber alles nacheinander. So, das soll es jetzt aber erstmal von dieser Folge gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.